Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Travis Strikes Again, No More Heroes. Ein allerletztes Mal. Denn beim letzten Mal haben wir das Spiel eigentlich durchgespielt. Nur ist Bad Girl halt immer noch ein Hund und deswegen müssen wir jetzt noch den DLC spielen, um sie wahrscheinlich wieder zu einem Menschen zu machen, denn ja, wir haben jetzt nochmal den letzten Deathball bekommen. Das ist ein Deathball, den wir schon hatten, nur in kaputt. Wir könnten jetzt mal Shinobu spielen. Auf der anderen Seite ist sie halt nicht gelevelt. Das macht mir halt wirklich Sorgen. Wir spielen Shinobu. Einfach aus Prinzip, weil wir es jetzt haben. Wir haben auch Batman nie gespielt, ich weiß, aber ist mir egal. Das Spiel war mir schwierig genug. Vor allem das letzte Level war so eine Folter. So eine Folter. Das war viel zu lang und sah dafür viel zu blöd aus. Also es war ja eins der am wenigsten durchdesignten Gebiete. Es sah einfach komplett langweilig aus. Von Anfang bis Ende einfach alles gleich. Und war trotzdem das längste Gebiet von allem. Ich weiß ja nicht, ob das eine gute Entscheidung war. Ich bin immer noch ein bisschen angepisst und deswegen bin ich auch gerade eigentlich nicht so motiviert, das hier noch zu spielen. Musste mich jetzt auch echt überwinden, aber gut. Schauen wir erstmal das Intro. Silverface. Oh, the Silverface. Quasi. Ja, ich glaube, es Absicht ist, dass es fast wie Silver Case klingt. Aber ich glaube nicht, weil ansonsten hat es nicht sonderlich viel damit zu tun irgendwie. Na gut, Killer Marathon. Das Spiel haben wir schon mal gespielt, nur in der unfertigen Variante, wo nichts war. Komm, gehen wir erstmal positiv dran. Vielleicht wird es ja wieder ganz, ganz spaßig. Und vor allem haben wir jetzt einen neuen Charakter. Der spielt sich noch ein bisschen anders. Mal schauen. Was für eine Überraschung auch, dass sie nicht nackt aufgetaucht ist, ha? Huh? Woran kann das bloß liegen? Das letzte Deathball-Rennen. Ich hasse Pinball, stink nach Alkohol und Zigaretten. Willkommen in der Welt von Killer Marathon. 42.195 Kilometer Mord auf der ganzen Strecke. Jetzt fahre, kämpfe, töte. Tanze den wahnsinnigen Walzer des Abschlachtens. Beginne hier in Odaiba und begib dich ans Ziel im Akasaka-Studio. Dort erwartet dich der unbesiegte Champion. Silverface. Hey, Herausforderin, halt dich ran. Dieses Zusatzlevel ist lang. Oh no, warum sagt ihr das direkt so? Wir haben extra wohl durch die Schwierigkeit hochgeschraubt. Nein, übrigens entfallen noch einzelne Treffer, könnte ich... Was? I hate this. Game heutzutage mögen schwer. Nein, tun sie nicht auf. Und guck dir das krasse Level-Design an. Aber keine Sorge, süß ist super einfach. Also dann, auf die Plätze. 3, 2, 1, los. Super lang und super schwierig. Ich habe keinen Grund, dich zu töten, aber ich werde Silverface in Rekordzeit ausschalten. Ich weiß noch nicht, was ich davon halte. Ach, das ist ein Zeitlimit. Das hat ein Zeitlimit. Okay, wir sammeln jetzt keine Münzen, wir rennen. Oh, fucking hell.
Oh mein Gott. Okay. Haben wir das schon mal erklärt? Ich überlege gerade, ob ich auf süß runterschalten will, vielleicht hierfür. Ich glaube, es hört sich rational an. Weil, wenn das so viel Schaden macht, ich sehe mich das gerade noch nicht schaffen. Vielleicht hätte ich auch wirklich einfach Travis spielen sollen, ne? Weil sie ist auf Level 1. Das ist noch ein zusätzliches Problem vielleicht. Ich weiß ja nicht, wie ich auf diese verrückten Ideen komme. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Ich wechsle zu Travis und auf süß. Leck mich am Arsch. Ich meine, man muss aber zumindest wertschätzen, dass die Dialoge natürlich anders sind, wenn man andere Charaktere spielt. Da habe ich bisher noch nie drüber nachgedacht. Wahrscheinlich wären die auch teilweise schon anders gewesen, wenn ich Batman gespielt hätte. Aber bei Shinobu war es natürlich sofort ziemlich offensichtlich. Gucken wir mal ganz kurz. Ich will jetzt nicht alles durchlesen, aber der lang erwartete DLC. Dann amüsiere ich mich mal. Da fehlt ein Ich. Genau, ihr redet natürlich dasselbe so ziemlich, außer dass ihr mich natürlich mit einem anderen Pronomen wahrscheinlich ansprecht. Würde ich überraschen, wenn nicht. Ja, das hat mich schwerer gemacht. Großartig. Ich werde aus Silverface Bloodface machen. Ja, naja, ich habe es wieder leichter gemacht. Wir sind auf süß. Wir haben das Spiel durchgespielt. Ja, das muss mir reichen. Ich habe mich letztes Mal wirklich schon gefoltert. Ich hatte jetzt auch wirklich keine Lust mehr auf den DLC eigentlich. Aber ich wollte es nicht so stehen lassen. Ich kann doch nicht einfach... Okay, das macht wirklich keinen Schaden. Wow. Und da fehlt ja die Hälfte. Was ist denn hier los? Okay, das ist sehr interessant. Und die Teile hier am Rand sind jetzt auch einfach nicht mehr da. Okay, wir haben einfach das ganze Level-Design verändert dafür. Das ist ja insane. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich dachte, ja, wir kriegen jetzt wesentlich weniger Schaden, sure, aber darüber hinaus halt nichts. Ja, das hat sich dann damit geklärt. Aber ja, was soll's. Ich will das hier jetzt nur noch machen, weil ich will nicht, dass Batgirl jetzt einfach ein Hund bleibt. Ich meine, ich habe das Spiel ja unter anderem gespielt, einfach als Hinleitung auf No More Heroes 3. Und eine der großen Fragen ist natürlich, warum ist Batgirl wieder am Leben? Und natürlich wissen wir jetzt schon, wie sie wieder am Leben ist. An sich kommt auch keine Überraschung mehr wahrscheinlich, die mich jetzt überraschen wird. Überraschung, die mich überraschen wird, ja, ich weiß. Sie wird halt einfach jetzt gleich wieder zu Menschen werden, wenn wir das hier geschafft haben, wahrscheinlich. Aber ist dann trotzdem ein bisschen komisch, ne? Wenn ich gerade das wichtige Detail irgendwie auslasse. Ja, kann ich das wieder haben? Was immer das war? Gut. Also das Timelot muss ich halt immer noch achten, da oben. Das macht mir am meisten Sorgen von allem hier. Weil viel Schaden mache ich nicht unbedingt. Also die Gegner halten immer noch viel aus, auch wenn sie mir wenig Schaden machen. Ich meine, wie soll ich das denn normalerweise schaffen? Ich schaffe es jetzt gerade nur so halbwegs, weil ich nicht mehr ausweiche. Weil ich es gar nicht versuche, weil ich weiß, dass ich kaum Schaden bekomme. Auch wenn ich vielleicht nicht ganz so unvorsichtig sein sollte, wie ich gerade bin. Aber wenn ich normal kämpfen würde und ausweichen müsste und so weiter und so fort, dann würde die Kämpfe ja nochmal länger dauern. Komm schon, danke. Nette Musik immerhin hier. Sehr nette Musik, etwas Abwechslung zu dem Soundtrack, den wir sonst bisher so hatten. Nochmal. Ist das der erste Vocal-Track? Nein, wahrscheinlich nicht. Also ich weiß, dass wir den Credits-Track hatten, der richtig geile Vocals hatte. Den fand ich immer noch großartig. Da habe ich mir auch mittlerweile noch etwas angehört. Aber so generell im Spiel? Keine Ahnung. Habe ich nicht so drauf geachtet. So, Checkpoint. Kriege ich jetzt auch wieder neue Zeit dazu, oder? Ja, wir gleich wieder neu gestartet. Mit einem neuen Timer. Ja, und das ist dann wohl so das hier alles. Letzte Worte meines Großvaters. Wenn es eine Nebenstraße gibt, nehmen sie. Das ist Maßgeben für Videospiele. Vielleicht verschwendest du Zeit, aber manchmal findest du auch richtig krasse Sachen. Ja, normalerweise schon, aber ich habe ein Zeitlimit hier. Zerstöre jedes zerstörbare Objekt. Das ist eine Grundregel von Videospielen. Das ist auch richtig. Erwarte keine Belohnung. Manchmal bekommst du einen Bonus. Ja, manchmal bekomme ich auch einfach nichts und kann mich an der Zerstörung erfreuen. Ich weiß, das mache ich auch oft. Sind das hier zerstörbare Objekte? Das sind zerstörbare Objekte, oder? Oder was sind die zerstörbare Objekte? Die Schilder? Bringt mir das irgendwas? Ich meine, ich soll keine Belohnung erwarten. Aber was ist, wenn doch? Wir gehen jetzt weiter. Holy shit, das Zeitlimit wird gerade richtig knapp, ne? Das wird gerade richtig knapp. Und warum? Weil ich am Anfang diese scheiß Schilder kaputt geschlagen habe. Das ist alles. Muss ich halt noch die beiden schnell loswerden. Und das wird nichts. Das wird absolut nicht. Vor allem, wenn sie jetzt in der Luft sind, während ich Zeitlupe angemacht habe. Komm schon. Oh mein Gott, ja!
Sekunden! 9 Sekunden! Das Wort meines Großvaters steht das Gefühl, drückt meistens nicht und es tritt mir bestimmt oben auf. Übersehe sie nicht. Das Wort meines Großvaters? Regeln können manchmal gebrochen werden, aber ein Kodex muss immer eingehalten werden. Enttäusche mich nicht. Ich enttäusche euch beide nicht und eure Großväter und ich, Was ist denn hier nur los? Wie soll denn das noch weitergehen? Ich spiele doch schon auf süß. Ich hab's geschafft? Das Ziel? Aber nur von diesem Abschnitt, oder? Also nicht vom Ganzen. Hier. Genau, ich steige jetzt in ein Flugzeug und dann geht's wahrscheinlich zum nächsten Gebiet weiter. Okay. Mal sehen, wie viel das noch wird. Bisher ging's ja jetzt noch, außer irgendwie der zweite Abschnitt, der... Na gut, okay, das Problem war da wirklich nur, weil ich am Anfang angefangen habe, diese komischen Schilder zu zerschlagen. Aber auch nur, weil mir das der blöde Großvatertyp gesagt hat. Du hast Level 2 erreicht. Das ist ein Zeitgebiet mit Gebietsbonus. Beeile dich, was heißt das? Hier sieht es aus wie in einem richtigen Western-Film. Wie in Teil 3 von dieser Filmreihe über Zeitreisen. Genau. Western erinnert mich an so ein Spiel. Schöne Erinnerung, was? Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt für Erinnerungen. Hüte dich vor Fallen. Los! Was auch immer ihr meint. Was ist jetzt der Gebietsbonus, ha? Auf jeden Fall habe ich hier 4 Minuten und 10 Sekunden Zeit. Mal sehen, ob hier noch irgendwas anderes grundlegend anders ist. Natürlich, das Setting ist ein bisschen anders. Ist nicht mehr so sehr Pinball, wobei Pinball ist immer noch total enthalten. Ja, doch. Weiß nicht, was ich gerade aussagen wollte damit. Aber er ist halt ein bisschen anders dekoriert drumherum, ne? So, weg mit dir. Ja, ich sollte auch ein bisschen mehr Fähigkeiten nutzen. Ich weiß. Ich habe das alles abgewöhnt. Ich habe auch nach dem letzten Level ein bisschen Pause gemacht, deswegen ein bisschen bin ich raus. Vielleicht jetzt hör auf. So. Wir glauben, es ist ja nicht schwieriger als das letzte Gebiet. Ich meine, das sollte sowieso nicht schwierig sein. Ich spiele auf süß. Eigentlich sollte mir das peinlich sein, alles hier. Alles sollte mir peinlich sein. Das ganze Level-Design ist ja anders. Das habe ich ja schon mal merkt direkt am Anfang. Also... Mein Gott. Sollte mich wirklich nicht über den Schwierigkeitsgrad jetzt beschweren. Oh, ich hasse euch. Lasst mich in Ruhe. Zeitlupe. So, jetzt habe ich Zeit, um zum Draufhauen. Komm schon. Danke. Mach die weg. Das wird ein Spaß. Das ist jetzt schon ein Spaß, ne? Wenn ich doch nur wüsste, wie viele Level es gibt. Wär's mit 10? Ja, man muss halt drüber nachdenken, es ist ein DLC, ne? Das hat man sich einzeln gekauft. Wäre natürlich ein bisschen ein ziemlicher Betrug, wenn das jetzt nur 20 Minuten ginge, ne? Ich verstehe schon, aber... Na gut, das eigentlich Spiel ist jetzt ja auch nicht das längste auf der ganzen Welt. Und wenn man davon ausgeht, ich weiß nicht, wie viel hat das Hauptspiel normalerweise gekostet. Ich weiß nicht, wie viel ich bezahlt habe. Ich habe nicht aufgepasst. 20 Euro für, vielleicht für das Hauptspiel und dann nochmal 5 bis 10 für den DLC. Sagen wir 5 für den DLC. Ja, wenn da eine Stunde geht, dann ist lang genug. Würde ich behaupten. Wollen ja auch nicht übertreiben hier. Oh Gott, wie viele kommen denn hier noch? Ich habe noch Zeit. Bloß nicht, aber... Wie viele kommen denn hier noch? Es kommen noch einige. Offensichtlich. Na gut. Bam. Sehr schön. Um euch ein bisschen loszuwerden, mache ich das auch gerne. Und euch auch noch. Ist noch diese Teile nicht? Kann ich auch reinrennen? Ja, kann ich tatsächlich. Kann ich da auch reinschubsen? Oh, ich kann euch auch da reinschubsen. Wobei das bei euch, glaube ich, nicht so viel Schaden macht. Aber wir können es mal ausprobieren, warte mal. Du bist jetzt eh tot natürlich, ne? Ja, okay. War nicht so eine klügste Idee. Aber vielleicht kann man damit noch Sachen machen, wenn man mal drüber nachdenkt, wie man diese nutzen kann, ja? Ich könnte auch stärkere Gegner natürlich reinwerfen, die dann nicht sofort tot sind, nur weil ich sie werfe. Und ich glaube, das war's mit diesem Abschnitt. Ja, das war ja noch sehr machbar. Aber sieht ein bisschen anders aus. Ist schick. Gefällt mir doch. Eigentlich prinzipiell. Was habt ihr so zu sagen? Fahrstühle sind gefährlich. Daran platzen dir die Ohren. Such nach der Treppe. Ja, verstehe ich.
Treppen sind auch gut für die Figuren, so. Gib dich nicht der Minderheit hin. Du musst die Rechenschaften der Mehrheit kennen, um diesen Kampf zu gewinnen. Mach dich bereit auf das, was kommt. Ich weiß nicht, was du mir damit sagen willst, aber ich mach mich mal bereit auf das, was kommt. Und was jetzt? Soll ich in den Zug einsteigen? Ach so! Das ist Ende! Natürlich, weil beim letzten Mal sind wir in ein Flugzeug eingestiegen und dann, ne? Und jetzt steigen wir in den Zug ein und was kommt? Das ist ein Boot! Wahrscheinlich, viel mehr fällt mir nicht ein, ne? Oh, sind wir jetzt im Weltraum? Sind wir jetzt im Weltraum? Vielleicht sind wir jetzt im Weltraum. In dem Fall würden mir doch noch ein paar andere Fahrzeuge einfallen, die vielleicht da besser hinpassen, aber ist jetzt auch weit hergeholt, ist jetzt auch weit hergeholt. Gut, ich finde es auch weit hergeholt, dass wir mit einem Zug im Weltraum landen, aber das ist was anderes. Das ist der Weltraum, dieser große schwarze Ort über deinem Kopf. In der Kolonie bist du sicher, aber Vorsicht, deine Leere des Alls. Geh zu Fuß, um Sauerstoff zu sparen. Hetze nicht. Genieße das All. Weiß ja nicht, wie sehr ich das hier wirklich genießen kann. Wenn ich hier wieder von Gegnern überrannt werde gleich. Aber ist in Ordnung. Aber ist in Ordnung. Schauen wir mal. Mittlerweile gibt es sogar auf süß wieder zwei Pinball-Teile. Ja, ich weiß nicht, wie man die nennt. Aber zwei Pinball-Teile halt, ne? Auf beiden Seiten. Ja, war am Anfang noch nicht so. Mittlerweile traut man mir das schon zu, dass ich da irgendwie durchkomme, ohne dagegen zu rennen. Okay, da hinten ist wieder nur eins. Ich nehme es zurück. Ey! Ey! Na gut, dann halt nicht. Ich glaube, die muss ich gar nicht bekämpfen. Vielleicht geben die aber mir einen Zeitbonus, aber da habe ich bisher noch nicht drauf geachtet genug, um es zu bemerken. Deswegen kann ich es nicht ganz fest sagen, ob das wirklich stimmt oder ob das Fake News sind von mir. So, vielen Dank. Sehr freundlich. Ja, aber immerhin ist das wieder mal ein Gebiet, was relativ abwechslungsreich ist. Das war ja einer meiner größten Kritikpunkte wirklich am letzten Gebiet. Das war wirklich einfach nur von Anfang bis Ende eine Sammlung von weißen, viereckigen Räumen. Hier habe ich immer mal wieder ein bisschen was anderes. Jetzt bin ich gerade im Weltraum unterwegs. Gerade war ich im Westen unterwegs, ja. Im Western, was auch im Westen ist, ja. Wie nennt man denn das? Egal, ich muss gar nicht gegen euch kämpfen, ne? Ich weiß auch nicht, wie ich richtig gegen euch kämpfe, wenn ihr euch hin und her bewegt und mir damit Schaden macht. So ein Kack. Ich zeige euch jetzt einfach mal von jedem Abschnitt, ne? Also, das ist der dritte Abschnitt und davon zeige ich jedenfalls immer mindestens ein Dings. Bis zum ersten Checkpoint halt. Dann wisst ihr, wie das so aussieht. Und dann wisst ihr, was euch zukommt. Und dann, wenn ihr alle den Rest sehen wollt, spielt das Spiel selbst. Ich weiß, das ist ein verrücktes Konzept. Man könnte sich fragen, warum Toaster, machst du Let's Plays, wenn du das machst? Wenn du das machst. Ja, ich bin ein komischer Vogel. Ich weiß, ich mache Let's Plays halt wirklich hauptsächlich für die Story, ne? Und alles dazwischen ist immer so, ja, kann man machen. Aber du spielst doch einfach selbst. Wenn es Gameplay ist, wo ich viel zu sagen habe, weil da viele Sachen passieren und so, dann klar. Da lasse ich auch viel drin. Ich werde auch in No More Heroes 3. Macht euch darüber keine Gedanken. No More Heroes 3 wird ja heute auch anfangen, gleichzeitig hierzu. Passt jetzt vom Zeitplan halt nicht so gut, aber ist jetzt halt so, deswegen kommen beide gleichzeitig. Jedenfalls werde ich wahrscheinlich auch viel weniger Gameplay von den normalen Passagen rausschneiden. Einfach weil die interessanter sein werden, wenn sie zumindest so wie in No More Heroes 1 sind. Weil in No More Heroes 2 habe ich auch sehr viel Gameplay rausgeschnitten. No More Heroes 1 hin und wieder mal ein bisschen was. Also habe ich ein bisschen die Kämpfe gekürzt oftmals, aber von sich habe ich da alles gezeigt, weil es nie so wirklich zu lang wurde oder sowas in die Richtung. Und wenn das in No More Heroes 3 dann wieder so in etwa ähnlich wird, dann habe ich da auch keinen Grund, großartig was rauszuschneiden, ne? Natürlich. Hier hingegen doch schon. Letzte Worte meines Großvaters. Höre auf dem Fahrrad keine Musik. Lausche den Geräuschen der Stadt. Und wenn du nicht anhältst, wirst du eines Tages sterben. Ich meine, das ist ein guter Tipp. Das ist wirklich gefährlich. Kommt mir wirklich gefährlich vor. Musik hören ist gefährlich, wenn man unterwegs ist. In Hallen und im Weltall darf man nicht rennen. Meine und Sauerstoff sind wichtig. Sei auf der Hut, sonst stirbst du. Soll ich wirklich nicht rennen? Sagt er mir. Oh mein Gott, Sauerstoff! Okay, vielleicht zeige ich euch hier doch noch ein bisschen mehr von diesem Level. Soll ich jetzt langsam gehen? Sagt er mir das? Spare ich damit Sauerstoff? Ich meine, da ergibt ja Sinn, ne? Aber. Wow. Sehr professionell gelöst. Meine sind ja offensichtlich noch. Oh mein Gott, bitte fall auf, runterzufallen.
Offensichtlich sind hier genug Sauerstoffdings, Sauerstoffblasen, die ich so einsammeln kann. Aber ich weiß ja nicht, ob das auf Dauer so bleibt. Dass die Tatsache, dass es diese Mechanik gibt, macht mir schon direkt ein bisschen Sorgen. Darüber, was noch so kommt. Ich kann jetzt mal einfach vorbei. Ja, das kann ich wohl. Und das macht mir auch bisher keine Probleme, hier durch zu sprinten. Ich habe das Gefühl, hier sind noch Gegner, die ich besiegen muss. Die Sauerstoffteile respawnen doch auch, oder? Oder nicht? Okay, vielleicht muss ich da links noch abbiegen. Da könnten noch Gegner sein, die ich besiegen muss. Oh, ich hoffe halt, ich muss die Schädel nicht besiegen, weil die gehen mir sehr auf die Nerven hier. Ja, hier muss ich noch abbiegen wahrscheinlich. Komm schon. Oh, das ist ein Loch. Führt mich das denn bloß hin? Ja, die machen halt sehr viel Sauerstoff. Keine Ahnung, was das, was da der Sinn von ist. Mhm. Okay. Was ist passiert? Hier gibt's Rahmen. Ah ja, hi. Weltraumrahmen. Ja, okay, ich hab's ja eingebildet, dass er langsam darin besser wird, das auszusprechen. Auf jeden Fall habe ich mir das eingebildet. So, Onomichi-Rahmen. Oh, Onomichi kenne ich doch. Das ist doch der aus Yakuza. Ja, ja. Der mit dem Pfirsich-Gesicht oder so. Keine Ahnung. Vielleicht hätte ich echt gerade den anderen Weg nicht gehen müssen. Aber hey, ich habe immer einen Rahmen gefunden. Ist auch nicht schlecht. Okay, ja, der Sauerstoff war eine fragwürdige Mechanik. Vor allem, wenn es jetzt schon wieder damit vorbei ist, so wie es aussieht. Sehr interessant. Kostenlos bedeutet nicht billig. Aufs Leben gesehen ist kostenlos der höchste Preis. Pass immer auf dich auf. Glaube nicht an den sechsten Sinn. Such stattdessen nach dem siebten Sinn. Dort liegt die Antwort. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft sind miteinander verbunden. Ja, das sind sie wohl. Da kann ich nichts gegen sagen, ne? Aber, wenn ich mir eins davon aussuchen müsste, was ich loswerden möchte, dann würde ich ja sagen, kill the past, ne? Oh, Ziege! Oh, sind wir bei der Hälfte. Angsteinflößend. Aber in Ordnung. Lange nicht gesehen. Silverface wieder da? Ich bin nur ein Auftragskiller auf der Durchreise. Kein guter Zeitpunkt für eine Durchreise. Ich will diesen DLC schnell durchhaben. Können wir es einfach hinter uns bringen? Ja, ich auch. Ich auch, Travis, wirklich. Schön, dass wir uns einig sind. Das ist deine sechste Prüfung, Nerd. Weißt du, was ein Zwischenboss so richtig Angsteinflößend macht? Interessiert mich nicht. Stirb! Was für ein großes Maul diese Schaf hat. Ich bin gerne der letzte Gegner. So. Das letzte aller Schafe, hä? Huh? Oh, mit Zeitlimit natürlich auch, natürlich. Natürlich auch, natürlich. Oh, ich habe gerade Regenbogen. Regenbogen 3. Jetzt nicht mehr. Hätte ich mal vorher überlegen sollen. Oh, fuck, was war das? Zeitlupe! So, bisher komme ich gut mit dir klar. Auch wenn ich nicht weiß, was das ist, was da immer auftaucht. Was machst du da? Was ist das für eine Mechanik? Wie kann ich irgendwas gegen sie machen? Du bist tot. Wow. Das war aber angsteinflößend. Was war das? Was war das? Da waren die eigentlichen Gebiete ja schwieriger. Meistens. Allein wegen Zeitlimits. So. Und wir fliegen zurück auf die Erde. Wenn wir sie nicht einfach komplett zerstören. Ja, das ist ein großer Teil davon. Was ist das nächste Gebiet jetzt, hä? Apokalypse? Zerstörung? Was haben wir hier erreicht? Nein, einfach nur Wasser. Okay, dann werden wir hier wohl das Schiff oder Boot oder sonst was erreichen. Als nächstes geht's ans Meer. Zeit für Mystery. Was? Mystery? Das Meer ist ein gefährlicher Ort. Nur wenig davon ist erforscht und es steckt voller gruseliger Gestalten. Die Viecher im Meer sind echt hardcore. Sie haben es direkt auf dein Herz abgesehen. Pass auf, dass du nicht stirbst. Was hat denn das Meer jetzt mit Mystery zu tun? Das ist aber verwirrend, was ihr da redet. Aber gut, wenn ihr meint, wenn ich nebenbei noch einen Mord oder so aufklären darf, dann gerne. Sehr gerne. Es ist schon mal sehr interessant, dass diese komischen runden Teile, ich weiß nicht, wie man diese ganzen Sachen vom Flipper nennt, ne? Aber, ja. Dass die jetzt teilweise untertauchen können und einfach von unten angreifen, das ist nett.
Ansonsten ja, wie gesagt, ich kann es nur loben, dass zumindest hier im DLC-Gebiet jetzt wirklich mal alle möglichen verschiedenen Orte nochmal vorkommen. Gibt genug Abwechslung. Ach ja, und diese Teile kann man auch zerstören. Dafür bekommt man noch Zeit dazu. Das habe ich mittlerweile rausgefunden. Genau, bekomme ich nochmal 30 Sekunden oder so dazu. Ich meine, ich habe gerade irgendwie fast 6 Minuten, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, weil wie lang ist das Gebiet bitte, wenn ich so viel Zeit bekomme? Die Antwort ist, ziemlich lange dauert dieser Abschnitt. Oh, ist das hinten? Dann ist die Stadt. Letzte Worte meines Großvaters. Endlich, sie machen einen Film aus dem Gundam-Roman. Auch noch eine Trilogie. Damit hat mein langes Leben doch noch einen Sinn gehabt. Sehr schön, aber ja, anscheinend sind wir schon aus dem Wassergebiet raus. Hiermit quasi. Letzte Worte meines Großvaters. Beschütze deine Familie. Auch wenn du es nicht schaffst, beschütze sie. Auch wenn es bedeutet, dass du dein eigenes Leben wegwirfst. Das sind meine wahren letzten Worte. Oh, das sind deine wahren letzten Worte. Bist du der Letzte von denen, die ich noch treffen werde? Ha. Dann mal los. Ja, okay. Gut, sieht nach Ende aus. Sieht sehr nach Ende aus, gerade hier. Dann schauen wir doch mal. Das ist aber schön, dass er noch so schöne letzten Worte hatte. Ja, nachdem er uns so viel Blödsinn erzählt hat über das ganze Spiel hinweg. Waren das seine wahren letzten Worte oder die wahren letzten Worte seines Großvaters? Ich habe keine Ahnung, ich bin sehr verwirrt über seinen Großvater und so. Aber das haben wir schon öfters das Thema, nicht wahr? Komm schon. Habe ich gerade den Air-Move verschwendet? Gott. Liebe ich ja sowas. Dass die Skills einfach aufgebraucht werden, selbst wenn sie nicht funktionieren. Aber naja, ist wohl meine eigene Schuld, ha? So, lass mich durch. Ja, werden jetzt nur noch einige Wände hier folgen, ha? Na, meinetwegen. Werde ich mich wohl durchschlagen. Ja, ist natürlich alles sehr simpel, ich weiß, ich spiele auf süß. Ja, ist okay, müsst ihr mir nicht sagen. Nummer Heroes 3, werde ich natürlich nicht auf süß spielen, aber ich werde es... Ja, ich werde es auf mild spielen, denke ich, ne? Ich meine... ist halt so schwierig zu sagen. Mir war... No More Heroes 1 habe ich auf süß gespielt. Und das fand ich gegen Ende schon richtig, richtig hart. Gerade bei Bad Girl hing ich ja wirklich eine Weile fest. Das hat mich wirklich auseinandergenommen, der Bosskampf. Auf der anderen Seite habe ich dann No More Heroes 2 auch auf süß angefangen. Das war dann viel zu leicht, habe ich auf mild gewechselt. Und es war mir immer noch bis zum Ende hin zu leicht. Da war vielleicht der letzte Bosskampf, der allerletzte, war da vielleicht noch eine Herausforderung. Da hing ich auch noch ein bisschen fest, ja. Ja, weil ich nicht wusste, was ich machen musste teilweise in einigen Phasen, glaube ich, wenn ich mich noch richtig entsinne. Weil der ein paar komische, ja, Mechaniken hatte, die mir nicht so, die ich nicht so offensichtlich fand irgendwie. Ja, aber jedenfalls, deswegen kann ich ja nicht einschätzen, wie ich No More Heroes 3 spielen soll. Ich werde es wahrscheinlich auf wild spielen. Und, ja, wenn ich hängen bleibe, dann ist halt blöd. Ich meine, ein bisschen Herausforderung kann ja auch sein, ne, wenn es Spaß macht. Und mir macht es am ehesten Spaß, wenn die Herausforderung dann bei den Bosskämpfen richtig kommt. Und nicht, ja, weil die Gebiete so lange dauern. Weil sie so endlos lang sind. So, ich halte mich mal eben. Ich hoffe, das kostet nicht so viel Zeit. Aber es ist vielleicht gerade ein bisschen nötig. So. Komm, das ist der letzte Abschnitt wahrscheinlich. Oder der vorletzte vielleicht. Der vorletzte wäre schon kritisch. Komm schon, jagt euch hoch. Nein, nicht du, ich wollte die... Ja, ich will immer die Bombenteile werfen, weil das ist schon ganz gut, um die ganzen Gegner loszuwerden, möglichst schnell. So. AOEs nutzen ein bisschen auch und ich nehme wirklich viel Schaden von den Bombenviechern. Ja, weil die mich auch jetzt anspringen einfach, das haben sie früher noch nicht gemacht. Früher sind die einfach da explodiert, wo sie sich aufgeladen haben. Dann war es das mit denen. Aber nee, jetzt springen die über die halbe Map. Sobald sie soweit sind... So. Will noch wer? Die wollen noch wer. Sogar mehrere Wers. Komm schon. Oh, natürlich. Okay, das muss aber das Ende jetzt sein hier. Oder? Zeitlupe. Danke. Gib mir Zeit zum Draufhauen. Vielleicht ein Air-Move, sobald er unten ist. Ja, und jetzt einmal durch da. Gut. Werf damit Gegner ab. Du bist tot. Ja, und den Rest ist jetzt auch kein... Problem mehr. Come on. Sei es gewesen. Dann war's das. Ja. Gott. Ja, so knapp. Ziel erreicht.
Der Gewinner von Killer Marathon, unser liebster Travis Touchdown. Herausforderer, sei, dass du dich Silverface stellst. Ja, deswegen bin ich nämlich hier. Wir präsentieren das letzte Level. Nice. Letzte Worte meines Großvaters, was? Nein, du hattest gerade schon die wahren letzten Worte. Du kannst mich nicht... Mann. Ich will Curry als letzte Mahlzeit. Bestell mir Curry mit Schweinefleisch und stell es auf mein Kissen. Es ist Zeit zu schlafen. Gute Nacht. Oh Mann. Ich will noch Münzen einsammeln. Frech. Was? Ich habe nicht gespeichert, oder? Also, das Spiel speichert nicht automatisch, oder? Ich hasse mein Leben so sehr. Ich hasse mein Leben gerade wirklich so sehr. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Kann nicht dein Ernst sein. Das kann alles nicht dein Ernst sein. Das ist nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr. Ja, das war's mit No More Heroes. Travis Strikes Again und so. Fuck's sake. Was mache ich denn jetzt? Ich spiel das nicht nochmal. Ich spiele das nicht doch mal. Ich glaube, wir gucken uns das auf YouTube an. Einen Moment. Gut, ich habe es jetzt rausgesucht. Ich verlinke euch das Video, was ich verwende, in der Beschreibung. Ich meine, ihr habt keinen Grund, es zu gucken, aber ich verlinke es da, weil ich klaue es ja im Prinzip. Ich kann aber nicht glauben, dass es passiert ist. Wir waren echt... direkt vom Boss. Das, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe. Der ganze Rest hat mich ja nicht interessiert. Und dann schüttelst du es ab. Das einzige Mal. Ach, ein schönes Ende für dieses Projekt, würde ich sagen. Ha, na gut, okay, dann... los geht's. Schick siehst du aus. Aber so silber ist dein Gesicht gar nicht mal. Möchte ich doch behaupten. So, you're the all-time ultimate undefeated champion, Silverface. Ist das auf Englisch? Aber wir können Englisch, oder? I'm Travis Touchdown. I'm a passing assassin. I'm also known as King of the Gamers. And I'm here to kick your ass. Okay, look, don't bother with the grandstanding. I'm just not in the mood right now. I think you may be misunderstanding, but this Killer Marathon game... it's pinball, you know? You've probably picked up on this, but this game is made from the settings and illustrations of a pinball table. And realistically, it wouldn't really be possible to run a marathon while killing off a bunch of people, would it? What sort of organization would sign off on something like that? This is some made-up fantasy stuff. Actually, I didn't notice that, but you've never killed anyone before, have you? An experiment in science class, I fainted while dissecting a frog. I totally fainted in front of all the girls. That sounds like some real trauma. Anyway, yeah, no, killing, punching, whatever, I literally can't even... okay, was machen wir dann jetzt? I hate exercising. I played wind instruments in band at school and had a shitty school life. Especially can't stand douchebag killer types like yourself. But you can't escape the fight. You're gonna have to fight me. But that's how it's gonna be, huh? You're trying to rile up my instincts? The true phase of my instincts? Well, that's behind it. My settings. What the hell are settings anyway? Settings are basically proof of your existence. The mechanism that makes your ego... my ego... instinctually enjoying murder and creating records of murder as a sport. That silver face, my infinite death punch is going to end you. Nice! That's what I've been waiting for. Tonight, my fist is especially angry. It's pissed about having been relegated to DLC. So you're threatening me all of a sudden, Marathon Monkey? What boss character would ever be happy about being banished to DLC? You know what percentage of people who bought TSA are gonna buy this? Really generously, maybe 60%. On average, probably about 35%. That means that over half the people who bought TSA are moving on to other games with no idea that I even exist. Don't be such a downer, man. You can say positive. We can make this DLC awesome. What the fuck are you even talking about? I know what's up, you know? People just buy this DLC for Batgirl. That's been released too! It's just the same, I object. I'm going on strike. I'm gonna kill you. That's some nice bloodlust for a guy composed of just settings and an illustration. Settings make the man, the ego takes hold, and the illustration becomes reality.
Therefore, I will become the final champion of reality. Nice line reading, man. I can feel the bloodlust boiling up. Let's do this. Oh, shit. Das war nochmal doppelt lustig, weil ich den DLC direkt mitgekauft habe, als ich mir das Spiel geholt habe. Aber den DLC eigentlich nicht spielen wollte, weil ich keinen Bock mehr hatte auf das Spiel. Und warum spiele ich es jetzt doch? Wegen Bad Girl. Wegen Bad Girl, genau wie er gesagt hat. Nun gut, schauen wir diesem Menschen mal zu. Vielleicht sehen wir dann noch ein paar andere Fähigkeiten, die ich noch nie genutzt habe. Ist es nicht fantastisch? Na gut, schauen wir nicht zu viel zu. Ich möchte nicht zu viel Content klauen, ja? So, ihr seht ein bisschen was vom Bosskampf. So ungefähr sieht er aus. Spielt jetzt Batman? Was? Oder hat er den Charakter gerade geweckt? Warte mal, was ist passiert? Warte mal, was? Gib mir einen Moment, ich muss das gerade ganz kurz verarbeiten. Man kann den Charakter beim Spielen wechseln? Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Holy shit. Okay, guck mal, das sind, ist mir neu. Das ist mir neu. Haben wir doch was dazugelernt heute. So, springen wir ein bisschen vor. Ich will in die nächste Phase gehen zumindest. So, macht jetzt irgendwas krasses Neues. Spielt auch noch Shinobu. Ja, cool. Sehen wir sie auch nochmal ein bisschen. Die haben wir auch nicht so viel genutzt jetzt. Aus Gründen. So, jetzt interessiert mich noch eine Sache. Haben die auch getrennte Lebensleisten? Also wenn er jetzt den Charakter nochmal wechselt. Ist die Lebensleiste dann wieder voll? Ich denke mal nicht, ich hoffe mal nicht. Warte, wir könnten nochmal ganz kurz nachgucken, was hier vom letzten Charakterwechsel passiert ist. Doch, er war fast tot. Wird gewechselt, die Lebensleiste ist wieder voll. Ich hasse mein Leben gerade so sehr. Es ist unglaublich. Es ist doch unglaublich. Warum wusste ich das nicht? Okay, hier passieren noch Sachen. Letzte Phase, hä? Huh? Und die Musik im Hintergrund ist auch ziemlich cool. So, jetzt ist er tot. So, er hat eine Münze genutzt. Okay, gut. Das ist so nett. So ein netter Bosskampf bestimmt. Na, hätte ich bestimmt dran Spaß gehabt prinzipiell. Auch wenn ich auf süß spiele mittlerweile. Aber wurde mir leider verwehrt. Die Möglichkeit hatte ich leider nicht mehr. Aber gut, ich würde sagen, er ist nicht grundlegend besser als ich, ne? Der das hier spielt. Oder die. Man weiß es ja nicht. Keine Ahnung. Aber gut. Tja, das ist das Ende. Ich möchte den Wrestling-Move noch sehen. Oder warte mal, macht Shinobu überhaupt Wrestling-Move? Was macht sie denn? Ah, sie springt oben drauf. Und schneidet in die Kehle durch oder so. Oh nein, das macht sie. Okay, oh, auch nett. Auch nett. Okay, nicht, was ich erwartet hatte. Sehr cool. Haben wir das auch noch miterlebt? Alles davon. Alles davon. Na, was hast du für einen Rang bekommen? Hoffentlich ein C. Was? SS? Was ist denn das? Was ist denn das? Was sind das für Buchstaben? Ich wusste gar nicht, dass es ein S gibt. Natürlich weiß, es gibt ein S, aber es gibt... Wieso bin ich so schlecht? Oh, that's not sweat, that's your own blood. Her blood flowing like this, that which was fuzzy has become clear. Where did I become Silverface? Where was I born to a world of pinball? Huh? We are updated, reformed, we evolve, synthesize, awaken, combine. We run further on the path of evolution to the bright future that's sure to lie ahead. Was redest du da? Can I guarantee that future? Who knows, but this world is full of things that you simply can't know without trying to run the path. We continue to run. Shinobu Jacobs, I'm going to hurry on ahead. The next goal awaits. Goodbye, Marathon King. Vielleicht ist die Person doch ein bisschen besser als ich, ha? Huh? Vielleicht ist die Person doch ein bisschen besser als ich gewesen im Spiel. Ich kann es gar nicht fassen, dass ich so schlecht bin. In Videospielen. Infinite Justice Chip! Das klingt ja nett. Das klingt sehr nett. So, was kommt jetzt, ha? Huh? Coding complete. Warum T-Post sie? Warum T-Post sie? Find's auch nett, dass hier einfach nur Travis und Batman jetzt wieder rauskommen, obwohl
Shinobu gespielt wurde. Aber gut. Jetzt aber bitte, gib mir Bad Girl. Die richtige. Wenn's geht. Das dauert ganz schön lange gerade. Bad Girl muss man auch noch ein bisschen laden. Alright then. Now I've got all of the death balls. Well, technically I've got 6 real death balls. So what happens now? Actually, I have a pretty good idea what's gonna happen. But I'm not gonna just bot it out. Ich meine, ich kann's mir auch schon denken. Fuck it, Bad Girl is totally coming back. Like, definitely. I mean, they already announced the second DLC. So, sorry the comeback didn't work out after all. Just ain't gonna fly, obviously. What about zweiter DLC? If that happened, shit would get really hairy. Like, all kinds of shit. All kinds of, you know, behind-the-scenes issues. So, Bad Girl is absolutely coming back. What I'm worried about is, how much is that bitch gonna remember when she does come back? What if she has, like, no idea of just how much bullshit her dad and I went through to bring her punk ass back? If she restarts right after the point where I killed her, she's absolutely gonna try and jump me. Shit. If that happens, I'm gonna have no choice but to get her to kill that old bastard instead. Shoot. Das war eine gute Lösung. The longest journey is almost at its end. We meet again someday. Until then, play hella indie games for me in the meantime. Ich versuch's. Ich habe tatsächlich echt viele von den Spielen gespielt, von denen man hier Shirts kaufen konnte, ne? Also, waren viele gute Spiele dabei. So, jetzt kommt der komische, was war das mal, ein Affe oder ein Löwe? Ein Löwe oder so. Who has summoned me? You again? Huh? You look foolish. That's your appeal. You may have a single wish granted now. Speak your wish. Ja, ja, ich weiß. Bad Girl kommt zurück. Hm? Oh, so you've gathered all of the real death balls. So this day has finally come. I shall grant your wish. Ja, finde ich gut. So, haben wir das geklärt. Bad Girl ist jetzt wieder da. Oder der Hund wird jetzt zum Menschen wieder. Ich wusste ja auch von Anfang an, dass einfach nur das passieren würde und mehr eigentlich nicht. Aber ich würde halt gerne selbst gespielt haben, okay? Hat sich halt nicht gelohnt, offensichtlich. Bier, ja. Wir haben leider kein Bier. Alle Rahmenstände haben leider kein Bier im Angebot. Der größte Betrug überhaupt. So, freust du dich oder so? What the hell do you wanna know? How do I feel about it? You wanna know what it is? What was like to see my daughter again, huh? That's, yeah. I guess you could say that sometimes it's better to leave things as they are. Holy shit, but that's not exactly it. It was more like throwing back a shot I thought was vodka, but turns out it was fucking gasoline. Anyway, every vein in my damn body clenched up. But then I realized pretty quickly that, hey, this ain't so bad. I came to accept the situation. So basically, it was the first time I'd seen her in a while, but it was also like seeing her for the first time, period. When Charlotte finally appeared in front of my eyes again, I now saw her as Bad Girl. And as for me, I'd become Batman. Warum hat sie eine Lücke und er nicht? Das frage ich mich immer noch so ein bisschen. But there's nothing really wrong with that, you know? Kids don't grow up the way their parents expect them to. And parents don't stay the way their kids expect them to either. It happens all the time. Like all the goddamn time. And all she has to do is live the way she wants. So we decided to live our own lives separately. No, I love you, no hugs. Even without all that bullshit, the fact is... And blood is blood. Blood don't fight, yeah. That's the lesson I learned. Oh, you know, something like that. Anyways, that's enough for now. You be sure to watch out for your blood too. Blood is a curse, but it's also a blessing. For as long as that chain of blood continues. Sehr schön, hat er auch noch mal ein paar Worte zu sagen gehabt. Er hatte wirklich eigentlich eine ziemlich geringe Rolle in der Story gespielt. Ja, jetzt kann man Bad Girl halt auch noch spielen. Werden wir niemals herausfinden. Wahrscheinlich gibt es noch einen DLC. Aber eigentlich wollte ich nur, dass Bad Girl wieder lebt. Deswegen habe ich den DLC gespielt. Oder es versucht zumindest. Alles andere soll mir egal sein. Ja, das war dann endgültig mit Travis Strikes Again. Das war eine sehr traurige zusätzliche Folge, die es jetzt noch gab. Würde ich sagen, würde ich behaupten. Ja, vielen Dank fürs Zusehen, falls ihr noch zugeguckt habt, falls ihr euch das noch angetan habt aus irgendeinem Grund. Wir sehen uns dann hoffentlich bei No More Heroes 3 wieder. Da bin ich wesentlich gehypter drauf mittlerweile, jetzt vor allem vom Gameplay her. Und bin sehr gespannt, wie es da storytechnisch weitergeht, aber auch. Ja. Ja. Belassen wir es dabei. Bis dahin.
Ciao.